Dobro Bassalovet, benvenuto, bienvenido, bienvenue, welcome und herzlich willkommen bei einer Preisverleihung mal ganz anders. Wir sind sämtliche Videokonferenzen ja ohnehin schon gewohnt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich doch noch hier einige Personen versammelt habe und mich da nicht ganz alleine fühle. Ich darf jetzt ganz herzlich begrüßen Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Bildungsdirektor Rudolf Meyer, Bildungslandesrätin Daniela Gucci und den IRE-Vorstand Josef Schöchel. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ganz besonders möchte ich aber euch, liebe Schülerinnen und Schüler, begrüßen. Schade, dass wir uns nicht persönlich sehen, aber ihr seid jetzt alle über Stream verbunden mit euch, gemeinsam eure Lehrkräfte, die euch vorbereitet haben, die euch unterstützt haben beim Lernen, bei den Sprachübungen für diesen ganz besonderen Wettbewerb. Herzlich begrüßen möchte ich eben auch die Lehrkräfte, die hier bei diesen Leistungen tatkräftig unterstützt haben. Mein Name ist Marina Schlager und ich muss ganz ehrlich zugeben, jetzt bei der Europahymne, da wurden bei mir ein bisschen Sehnsüchte, ein bisschen Träume nach meinen Europareisen, nach meinen Städtetrips war. Ich dürfte da jetzt ein bisschen träumen von einigen Reisen, von Treffen mit anderen Menschen und ich bin ganz ehrlich, sind wir froh, dass wir wenigstens, wenn wir schon nicht reisen können, dass wir uns wenigstens ein bisschen auch über die Sprache in andere Kulturen begeben können. Ich darf jetzt unsere Ehrengäste zu einer Gesprächsrunde einladen und würde gerne mit einer Frage starten, die mich ein bisschen interessiert und vielleicht ein bisschen so zum Aufwärmen. Mich würde jetzt interessieren, welche Sprache unsere Ehrengäste, wenn sie Zeit haben oder wenn sie eine Sprache lernen könnten, für welche Sprache und vielleicht warum sie sich für eine neue Sprache entscheiden würden und welche Sprache das ist. Vielleicht dürfen wir mit Ihnen beginnen, Herr Schöchel. Geringes Kenntnis über diese Sprache und daher wäre sicher Italienisch die richtige. Wie schaut es bei Ihnen aus, Frau Gucci? Ja, da hat mir jetzt der Herr Professor Schöchel das vorweggenommen. Auch für mich ist Italienisch eine Sprache, die ich sehr gerne lernen würde. Allerdings würden mich auch die serbokratischen Sprachen sehr interessieren. Einfach deshalb, weil sehr viele Mitbürgerinnen und Mitbürger bei uns in Österreich aus dieser Region kommen und es mir manchmal leid tut, dass ich sie nicht verstehe, wenn sie miteinander sprechen. Also es würde mich auch sehr interessieren. Frau Pallauf? Ja, ich würde mich für Schwedisch entscheiden, weil ich das ein wunderschönes Land finde und ich schon zweimal dort Urlaub gemacht habe und dort leider auch nicht sehr viel verstanden habe, aber dort in den skandinavischen Ländern sprechen sie hervorragend Englisch, sodass eine Kommunikation möglich ist, aber trotzdem würde ich Schwedisch wählen. Und Herr Meyer? Ja, ich tue mir da jetzt etwas schwer. Ich glaube, ich würde Russisch wählen, weil Frieden in Europa ohne den großen Bruder nie möglich war und nie möglich sein wird und dieses Land so unermesslich groß ist und ich würde da gerne die Leute verstehen, die da sprechen. Aber ich habe eine starke Affinität auch zum Italienischen, durch das Forum Romanum zu gehen und vielleicht mit einer Italienerin oder einem Italiener sprechen zu können, das wäre schon was. Leider kann ich das nicht. Vielen Dank. Vielleicht gibt es ja auch da Tipps von unseren Schülerinnen und Schülern. Da war ja Russisch und Italienisch, die waren vertreten, die beiden Sprachen. Ich würde mich jetzt ganz gerne generell über das Thema Fremdsprachen mit Ihnen unterhalten. Wie wichtig ist heute das Erlernen einer Fremdsprache oder vielleicht auch das Erlernen mehrerer Fremdsprachen in einer Zeit, die von internationaler Vernetzung und Mobilität geprägt ist? Frau Landtagspräsidentin, was würden Sie sagen? Ja, es ist von enormem Vorteil und es macht einem die
die Welt dann noch ein bisschen kleiner vielleicht, aber alles ist vernetzt und es war schon immer sehr wichtig, dass man viele Sprachen sprechen kann. Ich komme leider aus einer Generation, ich musste mich zwischen Französisch und Latein entscheiden und das erst in der 5. Klasse AHS. Das ist keine gute Entscheidung, die man treffen muss, weil im Prinzip war für mich, auch für den Berufsweg, Latein sehr wichtig, ist auch Basis für viele Sprachen. Aber Französisch habe ich dann später versucht, mir anzueignen und es ist viel, viel schwerer gegangen als in der Schule. Das ist das eine, aber die ganze Staatengemeinschaft, die Globalität, es ist immer gut, wenn man vor Ort ist und die Menschen verstehen kann. Man bekommt ein Gefühl dafür und das Sprichwort, kannst du viele Sprachen, hast du viele Schlüssel für ein Schloss, glaube ich, trifft es ganz gut. Man ist näher, nicht nur bei den Menschen, sondern hat ein ganz anderes Lebensgefühl und brauchen tut man es ohne dies. Bildungslandesrätin Daniela Gucci, welchen Vorteil würden Sie sagen, haben Jugendliche am Arbeitsmarkt, wenn sie eine oder mehrere Fremdsprachen sprechen oder erlernt haben? Ja, ganz klar, sie haben einen großen Vorteil, wenn Jugendliche mehrere Fremdsprachen sprechen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass es bei uns sehr viele Jugendliche gibt, gerade die in den Arbeitsmarkt einsteigen, die bei uns eigentlich mit einer Fremdsprache aufgewachsen sind. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass die Muttersprache sehr gut erlernt ist, denn die Muttersprache ist die Basis dafür, dass dann die Fremdsprache weiter gut erlernt wird. Gerade für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist das ein enormer Vorteil, aber wir müssen auch darauf schauen und darauf achten wir von Seiten der Bildungsdirektion auch sehr genau darauf, dass gerade diese jungen Menschen die Muttersprache sehr gut beherrschen, um dann das Deutsch sehr gut zu beherrschen und dann weitere Sprachen zu erlernen. Also es ist der Schlüssel auch für ein gutes Ankommen am Arbeitsmarkt und ganz besonders wichtig. Und ich kann nur jedem und jeder gratulieren, die sich für Sprachen interessiert und eine zusätzliche Sprache erlernt. Also Fremdsprachen, ein Schlüssel für den Arbeitsplatz, ein Schlüssel für den Arbeitsmarkt. Der Fremdsprachenunterricht hat sich in den vergangenen Jahren auch deutlich gewandelt. Herr Bildungsdirektor, wir sehen es beim Sprachenunterricht, der ist heute sehr praxisnahe, der ist kompetenzorientiert, der ist lebendig, wenn man sich auch diesen Fremdsprachewettbewerb anschaut. Was hat sich denn da alles in den vergangenen Jahren getan diesbezüglich? Nun, da hat sich sehr, sehr viel getan. Sie haben völlig recht, eine Sprache zu erlernen, das betrifft im schulischen Setting verschiedene Kompetenzbereiche, Texte verfassen, Sprachbetrachtung und dergleichen mehr. Zentraler Inhalt, und das war früher anders, ist das Sprechen selbst, das Hören und das Verstehen. Und ich glaube, dieser zentrale Bestandteil, der auch Gegenstand dieses Landeswettbewerbs ist, der macht sich dann wirklich bezahlt. Und ich beneide, so wie die Frau Landesrätin schon gesagt hat, ich beneide Kinder und Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen und mit anderer Muttersprache, weil die haben dann mit Deutsch gemeinsam bei uns in der Schule schon zwei Sprachen. Und das wird ein großer Vorteil auch im Arbeitsleben sein. Ich hätte das auch gerne gehabt, ich bin aber nur mit Deutsch aufgewachsen, daher musste ich mir was anderes einfach schwierig aneignen. Und wenn man von Haus aus zweisprachig aufwächst, dann ist das einfach ein unschätzbarer Vorteil. Also auch die Zweisprachigkeit ein großer Vorteil. Herr Professor Schöchl, Sie sind im Vorstand im Institut der Regionen Europas, kommen da auch immer wieder quer durch Europa in andere europäische Regionen. Da gibt es mittlerweile sehr gute Vernetzungen, sehr gute Verbindungen. Wird die Welt auch durch Sprache, durch vielleicht gemeinsame Sprachen ein bisschen mehr zum Dorf? Und eben, welche Rolle spielt da auch die Sprache?
Das ist unzweifelhaft, dass die Welt immer mehr zusammenwächst und immer mehr zum Dorf wird. Einfach deswegen auch die digitale Vernetzung, ja, und was wir heute hier bei der Preisverleihung erleben. Die Persönlichkeiten, die zu ehren sind, sind an verschiedenen Orten. Und das ist ja überhaupt kein Problem mehr, dass man über viele Kontinente auch das Ganze macht. Also es kommt sicher zu einem Zusammenrücken. Aber nichtsdestoweniger ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich auch entsprechend austauschen kann. Und darum ist ja das Institut der Regionen Europas, das Ihr Institut mit seinem Vorstandsvorsitzenden Professor Dr. Schausberger auch als Organisator dieser Veranstaltung aufgetreten, weil es sehr gut, glaube ich, in unser in der grundsätzlichen Ausrichtung des Institutes passt, wo es natürlich auch um Verständnis, und ich nehme dieses sehr, sehr große Wort Völkerverständigung auch zusammenhängt. Aber bei Verständigung gibt es ja zwei Wortsinne. Einerseits das sich verstehen, mit der Sprache sich verstehen, aber andererseits auch die Kultur des anderen zu verstehen und seine zu verstehen, wie er tickt, will ich es einmal nennen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Und wenn junge Menschen oder Menschen überhaupt fremde Sprachen sprechen, dann haben sie natürlich den Vorteil, mit dieser Kultur, mit diesen Leuten dort wesentlich näher in Kontakt zu treten, mit denen dann auch zu verstehen, wie die arbeiten, wie sie leben. Und damit kommt es eben zu einer Völkerverständigung. Und daher ist es sicher im Institutsinteresse, das auch zu unterstützen. Und daher haben wir auch diese Unterstützung der Organisation mit der Bildungsdirektion auch sehr gerne angenommen. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil es eben so gut auch zum Institut der Regionen Europas passt. Sie haben es angesprochen, die Völkerverständigung. Wie wichtig ist auch eine Fremdsprache, vielleicht auch eine gemeinsame Sprache zum Abbau auch von Grenzen? Ja, ganz klar, Sprache ist ja nicht nur Vokabel lernen oder Deklinationen oder Grammatik lernen. Sprache ist ja wesentlich mehr. Das heißt also, wenn man die Kultur des anderen versteht und ein bisschen eine Sensibilität auch für diese Kultur damit mit dem Erlernen der Sprache bekommt, dann ist es, glaube ich, eigentlich ein logischer Schluss und der logische nächste Schritt, dass die Grenzen eher verschwimmen und einfach das Zusammenleben viel, viel einfacher wird. Und daher, glaube ich, ist es ganz, ganz wesentlich, hier möglichst viele Fremdsprachen zu können, um eben mit anderen Kulturen in Kontakt treten zu können. Ist wahrscheinlich auch gerade in Zeiten wie diesen, auch wenn man die Grenzen tatsächlich nicht passieren kann, aber es gibt ja auch die Möglichkeiten, dass man über Videokonferenzen verbunden ist. Es gibt da ganz viele Projekte an den Salzburger Schulen, wo sich auch Schulen vernetzen, die miteinander skypen, über Grenzen quasi hinweg. Frau Landesrätin Gucci, was ist denn da alles in Salzburg möglich? Welche Projekte gibt es da und wie wichtig ist das Thema auch in Salzburg, in den Schulen? Ja, das Thema ist ein ganz wichtiges und ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass hier mit so viel Kreativität von Seiten der Schulen herangegangen worden ist. Ein herzliches Dankeschön dafür auch an alle verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer, die mit großem Engagement da hineingegangen sind. Es gibt da verschiedenste Projekte. Ich kenne einige Projekte, wo man mit sehr haptischen Dingen auch an die Dinge herangegangen sind. Zum Beispiel das Kochen verschiedener Menüs aus unterschiedlichen Regionen der Welt. Jeder ist in seiner Küche gestanden und hat sich dann über die verschiedenen Medien miteinander verbunden und vernetzt und es ist, glaube ich, sogar gemeinsam gegessen worden. Das sind so Dinge, die spielerisch an das große Thema der Internationalität und der Welt heranführen und das sind Dinge, die nur mit dem großen Engagement der Lehrpersonen und natürlich auch der Schülerinnen und der Schüler möglich ist. Vielen Dank. Was braucht es, damit Sprachkompetenz weiter gefördert wird? Herr Bildungsdirektor, was würden Sie da sagen? Nun, so wie die Liebe manchmal über den Magen geht, führt der Weg zum Herzen über die Sprache. Ich glaube, das Sprechen, so wie ich das vorhin schon angerissen habe, das Sprechen, das Hören, das Verstehen, ist wohl der wesentlichste Bereich, wenn man eine Sprache erlernt, weil im Sinne der Völkerverständigung der Weg zum Herzen ein Schlüssel ist, wenn man den Frieden erhalten will. Ich glaube, Sprachen zu können, jemanden begrüßen zu können in seiner Landessprache, das ist ein es ist eine aufgesperrte Tür, man hat gleich einen ganz anderen Kontakt zu den Menschen. Und das ist sicher friedensfördernd, dient der Völkerverständigung und das ist wohl der wesentlichste Teil.
das Sprechen, das Anwendungsorientierte. Und wenn man dann tiefer hineingeht, dann sind die anderen Kompetenzbereiche selbstverständlich auch nicht unwesentlich. Und manch einer unserer Schülerinnen und Schüler wird sich vielleicht entschließen, auch eine Sprache zu studieren. Und dann kommen natürlich wesentlich mehr Dinge, die dann wichtig sind, ins Detail hinein, in die Tiefe hinein, als das vielleicht in der schulischen Bildung ist. Frau Dr. Baulauf, der Herr Bildungsdirektor hat es angesprochen, es geht ja auch um Friedensförderung. Sprache kann auch friedensfördernd sein. Was denken Sie, hat sich da auch in den vergangenen Jahren gewandelt? Was ist da jetzt auch anders geworden und was hat auch dazu beigetragen, dass Sprache heute doch eine wesentlich andere Rolle spielt, als sie das vielleicht, oder eine Fremdsprache, als sie das vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten getan hat? Ich glaube, ein wesentlicher Teil ist die Möglichkeit auch des Austausches. Ich glaube, gerade für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten in anderen Ländern auch einmal ein halbes Jahr, ein Jahr in die Schule zu gehen, diese Sprache wirklich zu verinnerlichen. Und wie mir oft erzählt wird, dass nach diesem halben Jahr, nach dem Jahr, träumen die Schülerinnen und Schüler schon in dieser Sprache. Das heißt, sie haben nicht nur das Herz, sondern sie sind wirklich durchdrungen von dieser Sprache. Und hier diese Möglichkeiten, die jetzt leider eingeschränkt sind, aber in den letzten Jahren doch vielfältig gegeben waren, auch die ganzen Erasmus-Programme, wenn ich jetzt an Europa denke, diese Austauschprogramme, ich glaube, die machen es aus, weil wenn wir uns nur anschauen, wie vielfältig und reichhaltig die deutsche Sprache ist, wenn man Nuancen ausdrücken will, wenn man Gefühle ausdrücken will, da gibt es einfach viele Schattierungen und wenn ich das dann auch noch in einer anderen Sprache quasi, wenn mich das erreicht und ich, dann kann ich viel mehr noch Verständnis aufbauen oder auch manche Schwierigkeiten umschiffen, weil man aufeinander zugeht, auf miteinander sprechen kann und vor allem auch dieses Verständigen heißt auch Verständnis haben und hier auch das dann viel besser gelebt werden kann. Ich hoffe, wir kommen bald wieder zurück, dass wir reisen können, dass die Schülerinnen und Schüler ja Länder, Kontinente übergreifend auch zur Schule gehen können, studieren können und dieses Verständnis so viel besser und intensiver leben und erleben können. Ich würde jetzt gerne auch mit Ihnen eine Runde machen. Wir haben jetzt sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Sprachenwettbewerb gehabt. Wir haben jetzt auch sicher auch ganz viele Schüler verbunden, die selbst noch überlegen, ob sie vielleicht eine weitere Fremdsprache lernen. Was würden Sie da den Schülerinnen und Schülern mitgeben für den weiteren Bildungsweg, auch vielleicht für die Entscheidung nach weiteren Fremdsprachen? Vielleicht können Sie beginnen, Herr Dr. Schöchler. Es ist heute schon erwähnt worden vom Herrn Bildungsdirektor beziehungsweise auch von der Bildungslandesrätin, dass, glaube ich, Sprachen, die in den Osten reichen, also Russisch beziehungsweise die südosteuropäischen Sprachen, glaube ich, für unsere weitere Entwicklung, das Zusammenleben und das Zusammenkommen in Europa ganz, ganz wesentlich sind. Also ich glaube, die Empfehlung, und die ist ja nicht nur von mir, sondern von vielen Leuten, wird es gesagt, viele Persönlichkeiten aus der Wirtschaft sagen, wir bräuchten Personen, die gut südosteuropäische Sprachen sprechen, die Russisch sprechen, von mir aus auch Chinesisch sprechen, weil einfach das Entwicklungsräume sind, die mit Europa wesentlich enger noch zusammenarbeiten sollen. Daher ist, glaube ich, meine Empfehlung ganz klar, sich in diese Richtung auch zu entwickeln und wirklich nachzudenken, ob das nicht auch wert wäre, zumindest einmal einen Einstieg dort zu wagen und vielleicht dort eine Sprache eigentlich dann wirklich gut zu können. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Jede zusätzliche Sprache, die man erlernt, ist natürlich ein Gewinn für einen selbst, aber auch volkswirtschaftlich gesehen ist es für uns ein Gewinn. Und wir haben alle noch so ein bisschen den eisernen Vorhang im Kopf und denken immer sehr stark an das Italienische, das Französische, Englisch sowieso. Es gibt aber so viel mehr an Sprachen, eine breite Vielfalt und eben gerade wenn man an China denkt, wo ja ein wirklich Großteil
der Erdbevölkerung auch lebt, wo wir Handelsbeziehungen hinhaben. Und das ist eine Sprache, die uns ganz fremd ist, obwohl wir auch sehr viele Menschen in Österreich haben, die ursprünglich aus China kommen. Da haben wir sicher noch Entwicklungsmöglichkeiten und vielleicht hat ja der eine oder die andere Lust, einmal eine ganz exotische Sprache sozusagen zu erlernen. Ich würde mich freuen und ich glaube, es wäre ein Gewinn für uns alle. Ja, alles, jede Kompetenz, die man sich aneignet, gerade Sprachkompetenz, bringt einem weiter und ist ein Vorteil. Alles, was man kann, ist bereichernd, ganz besonders natürlich Sprachen. Auch wenn man sagt, ja, Englisch ist eh die Weltsprache, da komme ich schon überall durch, aber zwischendurch kommen und auch für das berufliche Fortkommen einen Vorteil haben, ist etwas anderes. Und das Näherkommen, das haben wir schon in den Vorrunden ausgeführt. Ich glaube, je offener, je weiter wir diese Kompetenzen ausbreiten, so ist es ein persönlicher, ein volkswirtschaftlicher Vorteil. Und ich glaube, es macht einfach Freude, Kommunikation. Wir sagen immer, durchs Reden kommen gleichsam. Durchs Reden in der Original, in der Muttersprache miteinander, das eine, aber auch in verschiedenen Fremdsprachen. Ich glaube, da kommen sich Menschen näher und wenn Menschen nahe sind, dann ist es eine positive Geschichte. Ja, ich glaube, bei sämtlichen Entscheidungen, welchen Bildungsweg man einschlägt, welche Sprache man erlernt, ist es vielleicht sinnvoll, die eigenen Neigungen, Fähigkeiten, Talente und Interessen in Kongruenz zu bringen, in Übereinstimmung zu bringen. Das erleichtert die Entscheidung. Ich bin ganz besonders stolz auf unsere mittleren und höheren Schulen im Bundesland Salzburg. Wir haben an 17 Schulen bereits Russisch im Angebot, um darauf zu reagieren. Teilweise mit schriftlicher Matura, teilweise mit mündlicher Matura. Das war vor 10, 15 Jahren nicht so. Ich bin sehr stolz auf unsere Schulen, die sehr, sehr innovativ und aus eigenem Antrieb heraus die Notwendigkeiten gesellschaftlicher Veränderungsprozesse aufnehmen und darauf reagieren. Das ist etwas wirklich ganz, ganz Tolles. Das war mir gar nicht so bewusst, bevor ich dieses Amt jetzt übernommen habe, vor 2 Jahren. Aber herzliche Gratulation und an dieser Stelle sei es mir auch erlaubt, unseren Lehrkräften einen herzlichen Dank auszusprechen für die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf diesen Wettbewerb. Da steckt sehr, sehr viel Herzblut drinnen. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Ich darf vielleicht ganz kurz auch dazwischen schalten. Vielleicht haben sich die einen oder anderen von Ihnen, von euch gefragt, warum wir jetzt da doch ohne Maske sitzen. Wir haben alle vorher noch einen Test gemacht und dürfen daher jetzt diesen Talk ohne Maske machen. Ich glaube, dann wird das Ganze auch ein bisschen verständlicher. Man bekommt ein bisschen mehr mit, auch von der Mimik. Ich habe jetzt auch noch eine andere Frage. Ich denke zurück auch an mein eigenes Sprachelernen. Manchmal war das weniger lustig. Vielleicht geht es euch auch ein bisschen ähnlich. Gerade so das Vokabellernen, das ist nicht immer wahnsinnig lustig. Aber es gibt dann doch einige Tipps, es gibt auch einige Tricks, wie vielleicht das Erlernen einer Sprache ein bisschen mehr Freude bereiten kann, wie das vielleicht auch anspornen kann. Wir haben heute schon ein bisschen darüber gesprochen, wie wichtig das Erlernen einer Sprache ist. Ich würde jetzt gerne mit unserer Runde vielleicht die persönlichen Sprachtipps, die persönlichen Sprachlerntipps abfragen. Können Sie starten, Herr Professor Schöchel? Ob ich da der richtige Ratgeber bin, bezweifle ich. Aber ich glaube, Sprache ist ja nicht Selbstzweck. Sprache ist ja nicht Selbstzweck, dass man sich dann ja vielleicht schon einmal ein Buch durchliest. Aber Sprache geht ja darum, mit anderen Menschen in Kommunikation zu treten. Daher ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, Sprache auch wirklich profund dann zu lernen und zu können, auch einen Auslandsaufenthalt in dem Land, wo das gesprochen wird, zu machen. Und ich glaube, das ist der Trick dran. Man muss natürlich die grundlegenden Dinge mal können, aber dann das zu verfeinern, zu verbessern, zu perfektionieren, ist sicher
der Auslandsaufenthalt das Entscheidende. Und ich bin sehr froh, und die Landtagspräsidentin Brigitta Wallauf hat es schon gesagt, dass solche Programme wie Erasmus wieder weitergeführt werden. Die Entscheidung ist in den letzten Tagen gefallen. Und ich möchte auch sagen, dass gerade unser Institut auch sehr, sehr stark sich damit beschäftigt. Im Laufe der Jahre haben wir 450 junge Studentinnen und Studenten die Möglichkeit gegeben, ein einmonatiges Praktikum am Institut zu machen, die dort mitleben, mitarbeiten, auch etwas schreiben müssen, aber natürlich Land und Leute und vor allem auch unsere Sprache kennenlernen, wo sich dann natürlich auch ein entsprechendes Netzwerk ergibt. Und ich glaube, nur so lässt sich das wirklich machen. Das heißt, klarer Appell, einen entsprechenden Auslandsaufenthalt zu machen. Wenn ich das noch abschließen darf, da hat sich Gott sei Dank sehr, sehr viel gewandelt, wenn ich an meine eigene Studienzeit zurückdenke. Ich bin da damals, ich habe im letzten Jahrtausend studiert, das muss man auch sagen, aber ich bin dort in das Rektorat gewandert und habe gesagt, ich möchte bitte einen Auslandsaufenthalt in München machen, um dort zu studieren. Dann ist mir geantwortet worden, das kann man schon machen, unterstützt wird es nicht und angerechnet wird auch nichts. Also da hat sich in den letzten Jahren, jetzt will ich nicht sagen wie viele Jahrzehnten, aber doch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Positives entwickelt. Und wir kommen wieder zu dem, was ich am Beginn gesagt habe. Das ist auch für Völkerverständigung, dieser hehre Begriff, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, dass man sich eben gegenseitig besucht und dort das Ganze vertieft. Vielen Dank. Ja, ich kann das wieder nur unterschreiben. Natürlich, es klingt zurzeit fast ein bisschen zynisch, man sollte ins Ausland fahren, weil wir das leider nicht können und mich schmerzt das sehr. Aber ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ich bin nach der Matura 1,5 Jahre in den USA und Kanada gewesen, habe mehrere Monate dann noch in Frankreich verbracht und das war es eigentlich, was mir wirklich weitergeholfen hat, diese Sprachen auch wirklich gut zu erlernen. Und all diese Dinge sind entscheidend, nicht nur eben für den Erwerb der Sprache, sondern auch, wie es der Professor Schöchtl auch schon gesagt hat, in Bezug auf die Völkerverständigung. Was können wir jetzt machen? Jetzt können wir leider nicht reisen, aber das Reisen im Kopf ist ja nicht verboten und ich schaue leidenschaftlich gern Filme in ihrer Originalsprache an. Ich kann das wirklich sehr empfehlen, auch wenn man die Sprache noch nicht so gut beherrscht. Man lernt sehr viel, diese Verbindung von den Tätigkeiten mit den Vokabeln, da merkt man sich einfach sehr viel und das mache ich nach wie vor sehr gerne. Selbst die Sprachen, die ich persönlich nicht erlernt habe. Ich finde zum Beispiel das Japanisch so eine schöne Sprache, ist eine wunderschöne Sprache und ab und zu einen japanischen Film sich anzuschauen, mit Untertiteln natürlich, aber das geht ins Ohr. Ich kann das nur empfehlen. Ist vielleicht ein kleiner Tipp von mir. Ja, es ist eigentlich fast alles gesagt. Ich glaube, man muss auch schauen, was für ein Typ man ist. Jetzt, wenn man nicht reisen kann und ich glaube auch hinausfahren in die Länder, dort zu leben, zu studieren, zur Schule zu gehen, da lernt man es am schnellsten. Learning by doing heißt es immer, dass das mehr flutscht sozusagen. Jetzt bereiten wir uns darauf vor und jetzt wählen wir uns dann Filme aus in den jeweiligen Sprachen. Ich gebe zu, Japanisch habe ich mir jetzt noch nie überlegt, aber wahrscheinlich ist die Sprachmelodie schön, aber mich reizt dann doch mehr, wenn ich wenigstens eine Chance habe, ein bisschen was zu verstehen. Aber man merkt es ja auch in den nordischen Ländern, da gibt es viele Filme nicht, die synchronisiert werden. Da schauen alle Serien auf Englisch an und daher können die das auch selbstverständlicher oder besser Englisch als wir, die jede Serie, jeden Film in Deutsch präsentiert bekommen. Also das in Originalsprache zu hören, das kann man jetzt schon tun und dann freuen wir uns, wenn wir wieder hinaus in die Welt dürfen. Und Ihnen, sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, wünsche ich, dass Sie das bald tun können und viele die Chance nutzen, das Bildungsangebot, auch das Schulsystem in anderen Ländern einmal kennenzulernen und dort auch zu leben. Und ja, das macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, als nur vor den Büchern zu sitzen, auch wenn die Unterrichtsmethoden viel besser geworden sind. Ja, ich bin in der Tat kein Experte beim Sprachenlernen. Unsere Expertinnen und Experten sind die Lehrerinnen und Lehrer an unseren Schulen. Aber ich habe in meiner jungen Erwachsenenzeit 4 Monate in Japan verbracht.
Es ist mir nicht gelungen, über ein paar wirkliche Fetzen irgendwas von dieser Sprache aufzunehmen. Und ich habe mich auch gewundert, wie reserviert die dortige Bevölkerung dem westlichen Mann gegenüber auftritt. Es gab wenige Gelegenheiten, diese Sprache zu lernen. Ich hätte mich bemüht. Leider ist es mir nicht gelungen. Aber wenn Sie mich nach Tipps fragen, früher waren die Vokabelkarten, wer das noch kennt, das geht ja heute alles über Online und Computer und ganz elaborierte Programme gibt es hier. Wir haben uns Karten geschnitten, 5x3 cm oder 4x3. Und also das war schon zeitweise mühsam, hat man dann in verschiedene Fächer abgelegt, sodass die übergeblieben sind, die man am schwersten sich gemerkt hat. Das ist heute nicht mehr notwendig. Heute gibt es bessere Methoden. Aber der Auslandsaufenthalt ist sicher das Mittel der Wahl. Auch wenn es bei mir nichts geholfen hat. Vielen Dank. Also wir haben es gehört, Japanisch, wer weiß, vielleicht wird Japanisch dann in einen der nächsten Fremdsprachenwettbewerbe in Salzburg mal integriert. Sprache verändert sich ja auch das Fremdsprachenangebot verändert sich. Da glaube ich, dürfen wir auch in den nächsten Jahren noch sehr viel erwarten, auch noch sehr viele weitere Sprachen. Wir haben es auch erwähnt im Talk, auch Sprachen aus dem Osten. Meine abschließende Frage ist jetzt, was ist jetzt noch wichtig in der nächsten Zeit, wenn man sich jetzt wirklich anschaut, den Fremdsprachenerwerb der Schülerinnen und Schüler, was braucht sie auch noch? Was braucht sie an Unterstützung? Was braucht sie vielleicht auch noch an Projekten? Was braucht sie auch seitens der Politik noch? Herr Professor Schöchl, ich darf wieder mit Ihnen beginnen. Ich glaube, der Sukkus aus dem Ganzen, was hier schon am Podium gesprochen worden ist, ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man wieder auch, Gott sei Dank, hoffentlich in wenigen Monaten wieder entsprechende Reisetätigkeit aufnehmen kann. Aber ich glaube, die Grundzüge werden in den Schulen von engagierten Lehrerinnen und Lehrern, wo ich mich auch wirklich dem Dank anschließen möchte, den Herr Bildungsdirektor schon gesagt hat, und besonders auch bei seinen Mitarbeiterinnen, die uns da bei der Organisation im Vorfeld äußerst unterstützt haben, einen herzlichen Dank an Sie. Aber dass man dann wieder sozusagen die Sprache auch anwenden kann. Ich glaube, das ist dann der Schlüssel, ist schon mehrfach gesagt worden, dass es darum geht, auch wirklich die Sprache vor Ort dann zu perfektionieren, zu lernen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Aber ich bin guten Mutes, dass das in den nächsten Monaten natürlich sich wieder verbessert. Ja, was braucht es neben all dem, was Professor Schöchl jetzt auch schon gesagt hat? Es braucht viele engagierte Menschen und hier sind wieder die Lehrpersonen diejenigen, die das natürlich vorantreiben, die mit viel Kreativität diese verschiedenen Spracherwerbsmöglichkeiten einfach auch ausprobieren und in den jungen Menschen einfach die Lust am Sprechen fremder Sprachen erwecken. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu all dem. Wir können sehr viele Programme in der Politik aufstellen und das werden wir natürlich auch machen. Die Rahmenbedingungen müssen wir setzen, aber gelebt wird es dann vor Ort, wenn die Sprachen erlernt werden und wenn diese dann auch wirklich angewendet werden können und hinausgetragen werden können, dann ist es praktisch ja, der Erfolg, den jeder Einzelne, der diese Sprache erlernt hat, auch erleben kann. Also insofern Rahmenbedingungen von Seiten der Politik, aber gelebt werden muss es von uns allen und ich bin zuversichtlich, dass wir hier auch in Zukunft gut weiterkommen. Ja, neben dem all dem Gesagten, das ich auch nur unterstreichen kann, glaube ich, braucht es eine gewisse Offenheit und Toleranz und die fängt bei jedem und jeder selber an, dass auch neugierig sein, dass nicht nur auf sich oder auf das eigene Land bezogen sein, und sondern sehr, sehr wohl diese Offenheit und dieser Wunsch auch nach einem Miteinander. Denn Miteinander geht besser, wenn wir uns gegenseitig verstehen. Das haben wir, glaube ich, auch schon unterstrichen. Und da, glaube ich, ist es, dass wir wieder ein bisschen uns aufrecht hinsetzen müssen und ein bisschen schauen, über den Tellerrand hinausschauen, die Möglichkeiten und sehr, sehr sensibel auch und tolerant anders sein und anderes nicht nur sehen, sondern auch annehmen und vielleicht dann auch verstehen wollen. Und so glaube ich, das ist auch ein
gesamtgesellschaftspolitischer Rahmen, für den wir zu sorgen haben, alle in der Politik, aber jeder und jede Einzelne von uns. Und das Angebot in den Schulen ist breit, verändert sich natürlich, weil alles in Entwicklung ist. Spanisch ist ja auch hier beim Wettbewerb, wurde auch schon manchmal, früher war Englisch, Französisch und dann Spanisch, jetzt dreht man es manchmal schon um, dass zuerst Spanisch, dann Französisch angeboten wird. Ich glaube, das Angebot wird adaptiert und der Wille und der Wunsch muss von den Einzelnen kommen, und ich glaube, Toleranz ist das Wichtigste, was wir brauchen, nicht nur für die Fremdsprachen, sondern in unserer Gesellschaft. Ja, Frau Präsidentin, wenn ich da gleich anschließen darf, Toleranz heißt ja nichts anderes, als den Verdacht zu haben, dass auch der andere Recht haben könnte. Diese Offenheit, die sich daraus ergibt, ist, glaube ich, Voraussetzung, überhaupt auf andere zugehen zu können. Und wenn man eine Sprache erlernt, eine fremde Sprache, dann ist das auch zentraler Bestandteil. Ich glaube, seitens des Bildungssystems können wir mit motivierten Lehrkräften diese Frage beantworten, mit hoffentlich intrinsisch motivierten Schülerinnen und Schülern und mit gutem, abwechslungsreichen Unterricht. Das muss Spaß machen. Der Appell an den Homo Ludens, an den spielenden Menschen, der spielerisch auch eine Sprache erlernen kann, das beginnt schon im Grundschulalter natürlich, ist, glaube ich, auch so ein Schlüssel, mit dem wir sehr weit kommen können. Ich denke, der Auslandsaufenthalt, ich wiederhole ihn noch einmal, ist natürlich sozusagen, da ist man dann ganz fest im Kontakt, nicht mehr wegzudenken. Und hoffentlich, da schließe ich mich der Hoffnung an, können unsere Schülerinnen und Schüler bald wieder ihre Auslandsaufenthalte und ihren Austausch pflegen. Dann sage ich vielen Dank unseren Gesprächspartnern, unseren Ehrengästen. Vielen Dank für diesen spannenden Talk, in dem sehr viel darum gegangen ist, dass Fremdsprache ein ganz wesentlicher Türöffner ist.